Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um die Vitalstoffanalyse in Bezug auch auf chronische Krankheiten. Und da habe ich heute Dr. Med. Heinz Lüscher bei mir und ich freue mich sehr, dass wir heute da mal in die Tiefe einsteigen werden. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Heinz. Schön, Ciao. Dass du da bist. Hallo, Corinna. Ja, chronische Beschwerden. Dieses Thema chronisch, was verstehst du denn als Arzt darunter? Also chronische Krankheiten sind solche, die eben über Jahre dauern und man eigentlich, die man nicht heilen kann und die eine Behandlung brauchen. Mhm. Beispiele, ne? Neurologische, Parkinson, MS, Herz-Kreislauf-Störungen, ne? Herzprobleme, verstopfte Gefäße, das sind chronische Krankheiten. Magen-Darm-Probleme, Diabetes, Rheumakrankheiten, das sind Arthrose, Arthritis und so weiter. Also ein breites Feld von Krankheiten, die, ja, mit denen die Patienten in der Regel leben müssen. Und gibt es da aber nicht mit dem heutigen Ansatz, dass man wirklich die Menschen nicht mehr aus diesem Maschinenmodell betrachtet, aus pharmakologischer Sicht, sondern eher auch aus der ganzheitlichen Thematik, nicht immer mehr Ansätze, die eigentlich zeigen, dass vermeintlich chronische Erkrankungen eigentlich vielleicht auch falsch therapiert worden sind? Dass das einfach nochmal eine Chemie dazu kam oder einfach nur ein Symptom unterdrückt wurde. Wir kennen es ja auch von Arthrose zum Beispiel. Ja, ja. Wenn wir da, was weiß ich, einen Dr. Feil nehmen, der mit seiner Arthrosetherapie den Knorpel wieder aufbaut. Wie viele Patienten kommen und sagen, das geht nicht, das ist chronisch, ein abgebauter Knorpel kann sich nie wieder aufbauen. Das sind ja alles Platten, Schaltplatten, die man da so einindoktriniert bekommt, die aber gezeigt werden, wenn der Körper die Vitalstoffe bekommt, die er benötigt, dann hat er eine gewisse Möglichkeit, sich zu regenerieren. Ja, absolut, absolut. Und dann, es geht nicht bei allen Krankheiten. Ja. Nehmen wir jetzt einen Parkinson, oder? Ich kann ihn verbessern, aber den kann ich nicht heilen. Aber Arthrose, gutes Beispiel. Mhm. Knorpel kann man aufbauen, obwohl wir gelernt haben, das geht nicht. Aber es geht. Ja. Und wie gehst du vor, wenn jetzt zu dir ein Patient kommt und sagt, hier, ich habe chronische Entzündungen, Schmerzen? Also zuerst muss man eine saubere Diagnose machen. Ohne dass ich eine Diagnose habe, bin ich irgendwo auch im Dunkeln. Also das ist die Voraussetzung. Ich muss wissen, was fehlt diesem Patienten. Und da sind unsere Untersuchungen genau gleich wie beim Hausarzt oder sonst in der Schulmedizin. Also Diagnostik ist Schulmedizin, das ist auch bei uns so. Aber die Behandlung nachher, die unterscheidet sich. Nehmen wir jetzt eine Gelenksentzündung. Noch weiter, nehmen wir eine autoimmune Gelenksentzündung, Rheumatoide Arthritis. Jetzt schulmedizinisch gebe ich da Cortison und später dann, wenn es nicht genügt, noch Immunsuppressoren. Das sind Unterdrückungen der Symptome. Nicht unwirksam, das funktioniert. Diese Leute haben wirklich viel weniger Beschwerden. Aber mein Ziel ist eben höher. Ich möchte nicht einfach jetzt 10 Jahre diese Immunsuppressoren geben, sondern ich möchte ein Resultat erreichen, das von Natur aus diese Entzündung zurückgeht. Also in diesem Fall baue ich das Immunsystem auf, weil bei einer chronischen Gelenksentzündung hat das mit dem Immunsystem zu tun. Also der Körper kann diese Entzündung bekämpfen, wenn das Immunsystem gesund ist. Und lustigerweise geht das zusammen mit Immunsuppression. Die Rheumatologen denken immer, ich störe die Behandlung, aber das stimmt nicht. Ich habe super Erfahrungen, wenn ich das Immunsystem stärke. Die Immunsuppression wirkt immer noch in Bezug auf Schmerzen. Aber ich möchte, dass diese Krankheit verbessert und nicht nur unterdrückt wird. Also Immunsystem, dann alle diese Menschen haben einen extrem tiefen Omega-3-Fettspiegel. Also ich erhöhe den Omega-3-Spiegel.
Die Entzündungshemmung, die kommt dazu. Hier gibt es natürliche Stoffe. Aronia, Extrakt, OPC, Weihrauch, Boswellia, Reishi. Also wir haben eine Auswahl an natürlichen Stoffen, die deutlich entzündungshemmend sind. Und zuletzt bei diesen Krankheiten kommt die Darmbehandlung dazu, weil Autoimmunerkrankungen haben immer einen Zusammenhang mit dem Darm. Darmbehandlung, wie gehst du da vor? Kurz im Also die Reizdarmbehandlung ist wir haben schon eine Sendung über Reizdarm darüber gemacht, kann man die anschauen. Also ich gebe Zeolit am Anfang, um das Histamin darunter zu bringen. Dann eben Omega-3 und Vitamin D dazu in diesem Fall für das Immunsystem. Kurkuma hilft übrigens auch bei Gelenken und Arthrose. Und dann den Darmaufbau mit Probiotika und dem Produkt Neovital. So behandle ich den Darm. Aber du siehst, hier habe ich jetzt ein Problem, oder? Jetzt muss ich den Darm behandeln. Es sind fünf Produkte. Muss man die Entzündung behandeln und das Immunsystem noch stärken. Und das sind manchmal dann 10 Produkte und die Leute haben dann irgendwann genug. Also das ist mein Problem, dass ich irgendwo mich limitieren muss auf 4, 5, mehr geht nicht, dann ist die Compliance weg. Und man muss es ja leider selber bezahlen, obwohl es sehr gut hilft. Ja, das ist ja immer so das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Letztendlich geht es ja aber auch um den Körper wieder ganzheitlich in eine Stabilität zu bringen. Wie arbeitest du auch mit Infusionen oder mit Ausleitungen, vielleicht auch von Schwermetallen? Man kennt es ja auch, dass gerade so rheumatische Erkrankungen oder kann ja auch von Amalgam oder irgendwas ausgelöst werden. Bringt ja dann nichts, wenn ich mir dann die 5 Kilo OPC reinballer und hier schüttet's Amalgam permanent noch. Gut, wenn Zahnprobleme bestehen, dann empfehle ich einen biologischen Zahnarzt aufzusuchen. Das ist nicht mein Fach, da kann ich nicht so mitreden. Die Biologie, ganz grundsätzlich, oder? Der Mensch ist ein biologisches Wesen. Ne? Und wir müssen die Biologie des Stoffwechsels wieder in Ordnung bringen. Ne? Wir kennen die Makronährstoffe und es gibt, sagen wir, 100 wichtige Mikronährstoffe. Da gehören die Vitamine dazu, die Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren und Fettsäuren. Aber es gibt auch tausende von sekundären Pflanzenstoffen. Die sind nur teilweise erforscht, immer mehr, aber da steckt die Musik drin, oder? In diesen sekundären Pflanzenstoffen. Dort haben wir entzündungshemmende Stoffe drin. Und jetzt, der Stoffwechsel braucht das alles, oder? In einer Sekunde spielen sich in unserem Körper 100.000 biochemische Reaktionen ab. Wenn jetzt hier ein Mikronährstoff fehlt, dann fallen mehrere hundert Reaktionen aus. Aber es fehlt ja bei den Menschen nicht nur ein, sondern Dutzende. Oder? Das heißt, der ganze Stoffwechsel ist massiv gestört und am Ende hat der Körper zu wenig Energie. Und dann können eben solche Krankheiten als Folge entstehen. Und meine Aufgabe ist es nicht, diese Krankheit jetzt zu unterdrücken, sondern die Biologie des Stoffwechsels wiederherzustellen, dem Körper zu geben, was ihm fehlt. Und so habe ich eine Chance, dass eine solche, auch schwere Krankheit mit der Zeit überwunden wird. Wie machst du die Analysen über Blut oder Mineral? Ja, das sind Blutmessungen. Alles, also man kann diese Mikronährstoffe alle messen. Also nicht die sekundären Pflanzenstoffe nicht, aber die anderen, die ich aufgezählt habe, kann man alle messen. Leider sind viele dieser Messungen nicht kassenpflichtig. Und auch die Vergleichswerte sind ja auch nicht so wirklich optimal, oder? Die Grenzwerte, Normwerte. Da gibt es ja auch Labore. Wir hatten es auch im Vorgespräch von einem, der ja die, das fand ich auch ein toller Ansatz, der eine Datenbank mit 50... Ja, der Professor Wienicke, kenne ihn gut. Wirklich 50. Ja. Das finde ich ja ein toller Ansatz, dass man sagt, hier, ich habe 50.000 gesunde Menschen und guck mal, wo denen ihre Werte sind. Also
dann kommen eben, ja ganz andere Normwerte. Er hat Gesunde genommen, aber auch sehr viele Spitzensportler und Manager. Also ein Großteil der Datenbank bezieht sich auf diese Leute. Und da sieht man, dass die Mikronährstoffversorgung bei eben, nehmen wir Sportler, mhm. oder? Um das 3-, 4-, 5-fache zu tief ist. Mhm. Ja, das wirkt sich auf die Leistung aus. Und in der Schweiz sind diese Fragen eigentlich kein Thema im Sport. Also mhm. ich versuche da, mich ein bisschen einzuarbeiten und Sportler zu unterstützen. Aber wenn das bei Sportlern so ist, können wir davon ausgehen, dass die Normalbevölkerung auch zu wenig Mikronährstoffe hat. Und uns wird immer wieder klar gemacht, in Magazinen, Fernsehsendungen, medizinischen, wenn man sich gut ernährt, dann hat man alles, was der Körper braucht. Also das ist eines der schlimmsten Märchen, die man den Leuten erzählen kann. Es gibt ja Messungen von Gemüsen und Früchten, die von heute, die man vergleicht mit den Messungen von vor 50 Jahren, da ist zum Teil 80% weniger Vitamine und Mineralstoffe mhm. drin. Also man kann sich noch so bemühen, gute Nahrung zu kaufen und hat trotzdem einen Mangel im Bereich Mikronährstoffe. Und das eben führt zu chronischen Krankheiten. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch völlig den Bezug zur Natur verloren. Ich meine, wir könnten ja jetzt haben wir gerade, was haben wir denn, Mai, so viele Wildkräutersalate mhm. machen, aber es traut mhm. sich ja auch gar keiner mehr in der Natur, überhaupt aus der gefährlichen Natur was zu essen. Weil da kriegen wir auch Angst gemacht davor. Ja, leider, ja. Wunderbare Pflanzen. Mhm. Boswellia, Weihrauch, war bis vor 2 Jahren in der Schweiz nicht zugelassen. Ja, in Frankreich haben sie jetzt, glaube ich, Brennnesseln verboten im Garten. Ja, es wird spannend, ja. Klar gibt es in der Natur Giftige, oder? Also ich empfehle niemandem, einen Fliegenpilz zu essen, oder Tollkirschen zu essen. Es hat giftige Pflanzen, das stimmt. Aber das weiß man. Also es wird gewarnt, nehmen wir Hanf, oder? Also Hanf ist ein sensationelles Naturheilmittel, oder Artemisia, unglaublich gut. Und es wird in der ganzen Welt bekämpft. Mhm. Einfach sinnlos, oder? Das sind Geschenke der Natur und die Behörden legen Steine in den Weg, oder? Dass Patienten Zugang haben zu solchen wirklich guten Pflanzenstoffen, die unglaubliche Heilwirkungen haben. Mhm. Ja, das ist schon ein interessanter Kampf, der da stattfindet. Die Bakterien allerdings, das finde ich das Spannende, die in einer natürlichen Wildkräuter in der Natur vorhanden sind, daraus machen wir ja zum Beispiel auch B12 und so. Das ist ja auch vielen Menschen gar nicht bewusst, dass gerade diese Bakterienkultur in dieser Pflanze für uns ja so wertvoll ist und wahrscheinlich für die ganze Darmflora genau diese Bandbreite zur Verfügung stellt, die wir uns jetzt mit Ach und Krach in der Kapsel mit den 30 wichtigsten da irgendwie rein bekommen. Ja, also vor Bakterien müssen wir uns nicht fürchten. Das ist auch so ein Konzept, oder? Bakterien sind böse. Nee. Wir haben mehr Bakterien in uns als Körperzellen. Ja. Das sind unsere Freunde, ohne die könnten wir gar nicht leben. Klar gibt es nun solche, die uns krank machen, aber deswegen ist ein gesundes Immunsystem so entscheidend. Ja? Also ich hatte 2-mal Corona, ganz kurz, ein paar Tage, aber sonst war ich die letzten 20 Jahre nie krank. Ja, da gibt es ja auch interessante Zusammenhänge, auch mit Nährstoffen und dem Ganzen. Ja. Aber wir sind ja beim Thema chronische Krankheiten. Genau. Oder? Also eben das ist mir wichtig. Der Körper braucht einfach diese Mikronährstoffe. Oder? Und so kann man viele Krankheiten vorbeugen. Und bei, also nehmen wir Arterienverkalkung. Da muss man Statine nehmen und Blutverdünnung und vielleicht Aspirin, Cardio und vielleicht noch einen Beta-Blocker und so weiter. Also diese Leute haben allein wegen so einem Symptom 4-5 Medikamente. Mhm. Ich habe nichts gegen die wirken, aber ich habe auch hohen Blutdruck, ich nehme nichts. Also natürliche Sachen schon, aber ich nehme keine Medikamente. Ja. Man kann diese Krankheiten, zum Beispiel Omega-3, die Studien von Professor von Schacki in München, ein Kardiologe, der hat belegt, dass man
die Herzpumpkraft mit Omega-3 verbessern kann. Mhm. Ja. Es braucht nicht immer ein Medikament. Ja. Bei schweren Krankheiten ja, aber oder mit Omega-3 kann ich sogar Arterienverkalkungen wieder etwas zurückbilden. Mhm. Also ich habe damals, mein Vater hat auch Bluthochdruck bekommen, da hatte ich ihm empfohlen, dem Vater darf man ja, weil ich bin ja kein Arzt, in der Omega-3, L-Arginin, OPC, ja. Magnesium. Und dann war das Ding erledigt. Perfekt. Und dann du hast das Rezept jetzt gegeben für die Behandlung von hohem Blutdruck. So. Ja, das fand der Hausarzt nicht lustig. Nein, ja. aber es wirkt. Ja. Es ist genau diese fünf Dinge nehme ich auch. Und mein Blutdruck ist normal. Hm. Dann waren wir bei 200. Okay, aber da muss man vielleicht dann auch sagen, dass eben genauso hohe Werte, das auch auf der anderen Seite gefährlich ist, dann das zu tolerieren. Also ah, ja, ja. Ich habe dann auch immer zu den Leuten gesagt, wenn ihr es auf natürliche Weise nicht runterbekommt, dann müsst ihr schon auf die Chemiekeule zurückgreifen. Unbedingt. Ich musste 2 Jahre Medikamente nehmen. Mhm. Es ging nicht anders. Aber jetzt mittlerweile habe ich es im Griff. Nein, ich bin nicht gegen Medikamente, aber nur, wenn sie unbedingt nötig sind. Es gibt meistens einen anderen Weg. Hm. Nicht immer. Ja. Aber eben schön ist, wenn man sich den anderen Weg auch selber erarbeitet. Ja? Weil das Ergebnis kam ich ja auch nur durch Recherche. Und damit macht man ja jetzt mal nichts kaputt mit L-Arginin. Ich meine, das ist eine Aminosäure. Nee, ja. Was soll denn da passieren? Außer eine bessere Durchblutung. Ja, es erweitert die Blutgefäße und damit geht der Blutdruck hinunter. Mhm. Ja, es ist immer wieder schön. Gibt es noch was Wichtiges aus deiner Sicht, gerade auch zu chronischen Erkrankungen oder Möglichkeiten, sich zu informieren? Du hast ja auch einen Kanal, habe ich gesehen. Ja. Gell? Was sind da so deine Themen? Also auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Vitalstoffmedizin. Das ist einfach mein Begriff für biologische Medizin. Auch meine Webseite heißt so, Vitalstoffmedizin. Aber im YouTube habe ich etwa 100 Videos zurzeit, wo ich über viele Krankheiten und über einzelne Mikronährstoffe spreche. Kurze Videos, 5 Minuten, wo ich das erkläre. Also das ist eine gute Informationsquelle. Und beim Thema chronische Entzündungsthematiken wäre jetzt für mich nochmal doch interessant, ich habe es vorhin schon mal gefragt, zum Thema Ausleitung von Schwermetallen und Giften. Wie arbeitet ihr da bei euch? Ich habe gesehen, wenn man, also medizinisch sind Gelatinfusionen eigentlich das Ideale. Aber ich habe zu viele Menschen gesehen, die darunter gelitten haben. Weil die Nährstoffe auch mit rausgingen, oder? Ja, ich weiß es nicht genau, aber diesen Leuten ist es wirklich speiübel, zum Teil nach dieser Behandlung. Und ich möchte das nicht so anbieten. Also ich verwende hier das Zeolit, weil es braucht lange, aber ich habe schon zum Beispiel Quecksilber ausgeleitet innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Es braucht dann wirklich lange, aber man kann die meisten Schwermetalle mit Zeolit ausleiten, ohne dass die Menschen unter der Behandlung leiden. Mhm. Weil dann hat man noch andere positive Effekte, oder? Ist noch ein Jungbrunnen, ist das auch noch, oder? Silizium. Ja. Silizium und Aluminiumstruktur. Und die, finde ich, habe mit der Gelattherapie, das hat mich irgendwie auch nie so richtig vom Hocker gehauen. Mit dem Zeolit, was mich immer auch fasziniert, wenn man wirklich sagt, okay, man mobilisiert ja in dem Moment, wo ich den Körper mit Nährstoffen aufbaue, auch den Stoffwechsel und dann sind ja auch alte, eingelagerte Giftstoffe, die immer wieder stetig frei werden. Deswegen macht es ja auch Sinn, so wie du sagst, 2-3 Jahre stetig Zeolit eben zu nehmen, weil die Giftstoffe ja über Jahre auch eingelagert worden sind in verschiedenen Gewebsschichten. Genau. Und die, das sind sehr, sehr langsame Prozesse. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn, wahrscheinlich nur einmal zu arbeiten, wenn ich halt die Amalgamfüllung 20 Jahre schon drin habe und Aluminium und weiß der Geier, was da noch alles mit sich kommt. Ja. Ja, also es braucht Geduld und aber es lohnt sich. Also wir wissen aus Forschungen, oder, dass Brustkrebs zum Beispiel praktisch immer mit Quecksilbervergiftungen in Verbindung steht, unter anderem. Es sind viele andere Faktoren, aber das
spielt eine Rolle. Ja. Mhm. Also ich messe es nicht allzu oft, aber bei ganz schweren Krankheiten mache ich die Schwermetallbelastung. Wie misst du die? Also eigentlich im Blut. Mhm. Und das gibt mir Hinweise, es ist noch nicht die endgültige Diagnose. Wenn man es dann wirklich genau wissen will, dann müsste man es im Urin messen und dann eine Ausleitung machen und nochmals messen. Mhm. Aber weil ich die Chelat-Therapie nicht anbiete, darum mache ich auch diese Diagnostik nicht. Mhm. Also einfach eine einfache Blutmessung gibt mir erste Hinweise. Mhm. Ja. Ja, super. Perfekt. Ja, dann gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Habe ich was vergessen zu fragen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich möchte einfach den Zuschauern Mut machen, auch mit chronischen Krankheiten, wo der Arzt sagt, es ist nicht heilbar, die Hoffnung nicht aufzugeben. Es gibt unheilbare Krankheiten, ich kann nicht alles heilen, aber die meisten chronischen Krankheiten kann man mit natürlichen Mikronährstoffen verbessern. Super. Dann vielen lieben Dank, Heinz, dass du heute da warst. Dir weiterhin noch viel Freude mit deinen Patienten. Ja, danke. Ja. Und bis bald. Gute Medizin macht Spaß. Ja, gutes Motto. Na, damit schließe ich jetzt auch ab, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gute Medizin macht Spaß und ja, von daher gute Gesundheit und bis bald. Tschüss.